Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder hier bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video will ich dir zeigen, wie du dir selbst deinen Kickaufschlag beibringen kannst. Also, let's go! Wenn dich das Thema Tennis online lernen und verbessern interessiert und du Stück für Stück dein eigener Tenniscoach werden willst, dann abonniere mal den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und jetzt legen wir los. Bevor du den Kickaufschlag lernen kannst, brauchst du erstmal den richtigen Griff. Check mal mein Video aus, welchen Griff du für den Aufschlag nutzen solltest. Und dann nimmst du am besten einen Conti oder einen leichten Rückhandgriff, damit du hier schön eben über den Ball drüber gehen kannst. Wenn du jetzt diesen klassischen Bratpfannengriff hast, dann würde ich nicht sagen, dass du gleich wechselst in den Rückhandgriff, weil das ist einfach eine zu krasse Umstellung, sondern dass du dich Stück für Stück hier zum richtigen Griff hinarbeitest. Ja, also von hier immer weniger, immer kleine Schritte hier, bis du den richtigen Griff hast. Okay, wenn du den Griff hast, dann ist das Wichtigste, dass du erstmal ein Gefühl dafür kriegst, wie der Ball auf dem Schläger quasi wischt oder reibt oder wie man auch so immer nennen möchte oder trifft. Deswegen wäre die erste Übung, dass du den Ball hier oben über dir so über die Hand rollen lässt. So. So. So über die Hand rollen lässt. Dass du erstmal ein Gefühl dafür kriegst, wie diese Bewegung überhaupt ist. Als nächstes schleuderst du den Ball da oben raus. Und auch hier geht es erstmal wirklich nur darum, den Ball durch diese Bewegung aus der Hand raus zu rotieren. Ich mach's nochmal vor. Hier raus, bin ich im Bild, ich mach's mal so, hier raus zu rotieren. Zack. Jetzt gehe ich schon auf die Knie hier für dich, du. Zack. So. Das wäre also Übung Nummer 2. In Übung Nummer 3 nimmst du den Schläger und fasst ihn hier unterhalb des Schlägerherzes an, weil dann kannst du hier schön diese Pronationsbewegung nennt sich das, Pronation üben. Jetzt machst du das Ganze aus den Knien. Wichtig ist, wenn du den Ball anwirfst, dass du ihn so wirfst, dass er dir auf den Kopf fallen würde. Zack. Zack. Denn du möchtest ja den Ball von hier nach oben befördern, nach oben spielen. Deswegen wirf ihn Richtung Kopf, also nicht so, sondern so. Und dann schlägst du ihn nach oben mit dieser Bewegung, die du eben hier geübt hast, machst du hier aus dem Rücken heraus. Und wenn du das kannst, dann fasst du den Schläger jetzt unten am Griff an und machst das, was du eben geübt hast, in einer größeren Bewegung. Das heißt, nicht mehr nur das, sondern jetzt kommt der Unterarm mit dazu und du hörst wieder hier auf, auszuschwingen, stoppst hier, so damit du diese Bewegung wirklich ins Gehirn einbrennst. Und du siehst schon, wie sehr der Ball die Kurve fliegt, die wir haben wollen. Als Bonus kannst du auch weiter nach hinten gehen, also so 3, 4, 5 Meter hinter die Grundlinie und von hier mal aus den Knien das Ganze üben, damit du wirklich siehst, was für einen schönen Bogen der Ball fliegt mit dem entsprechenden Kick. Und wenn du diese Übungen gemacht hast, dann fängst du wirklich mal an, das Ganze ganzheitlich komplett zu üben. Also aus der gesamten Bewegung heraus. Dass du also nicht mehr hier oben stoppst, sondern dass du jetzt schön durchschwingst. Ja, du schwingst also jetzt durch. Sodass du wirklich aus dem
Kleinen heraus beginnst, dass du die Bewegung am Anfang erfühlst, dass du sie klein beginnst. Die Bewegung wird immer größer, bis sie dann vollständig ausgeführt wird. Zack. Und da kannst du schon sehen, auch am Geräusch vor allem hören, dass der Unterschied zu einem normalen Aufschlag eben dieses Reibegeräusch ist. Wie der Ball dort über die Seite streicht. Wie der Ball dort über die Seite streicht. Ja, ein gerader Aufschlag klingt so, plopp und ein Kick. Da ist er. Der klingt so geschnitten. Und zu guter Letzt, wenn du wirklich die gesamte Bewegung ruhig und flüssig geübt hast, dann fängst du an, wieder in die Knie zu gehen, aus der Körperspannung herauszuschlagen, sodass du den größtmöglichen Energieübertragungseffekt auf den Ball erzeugen kannst. Das Prinzip dieses Übens ist also, aus dem Kleinen heraus immer größer werdend in die richtige Bewegung zu kommen, bis du den Kickaufschlag beherrschst. Es ist nicht einfach, weiß ich. Der Kickaufschlag ist einer der schwersten Schläge überhaupt und es erfordert viel, viel Übung, aber es ist machbar. Wenn dir das Video geholfen hat und du jetzt den Kickaufschlag besser üben kannst, dann würde ich mich freuen, wenn du das Video likest, wenn du es mit deinen tennisverrückten Kumpels und Kumpelinen teilst und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Markus von Mein Tennis Game.